Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Sephora Favorites, heißt der, glaube ich, ne? Adventskalender hinein. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Sephora Adventskalender kostet dieses Jahr 149,95 €. Das ist ganz schön viel Geld. Denkt auf jeden Fall dran bei solchen Geschichten, also gerade wenn ihr bei Sephora einkauft oder auch bei vielen, vielen anderen Shops, wo man nicht unbedingt einen Rabatt bekommt, entweder für Sephora Unlimited anmeldet, dass ihr dann quasi 10% Rabatt bekommt auf die Marke jeweils, ne? Das kann man irgendwie halbjährlich ändern, oder und über iGraal das Ganze zu bestellen, da bekommt man dann nämlich Cashback. Das ist auch immer super cool und verlinke ich euch mal in der Infobox. Ja, hier haben wir einen Adventskalender, der einfach sehr hübsch aussieht. Letztes Jahr war er rot, dieses Jahr ist er blau. Wir haben einen Aufklapp-Boxen-Adventskalender und ich kann mich nicht zurückhalten. Ich möchte reinschauen. Ich glaube, so können wir das machen. Ich starte einfach mal mit der Nummer 1. Ist Beauty, ne? Pflege haben wir hier drin und dekorative Kosmetik. Und als erstes haben wir von Mario Badescu Skincare Facial Spray with Aloe, Adaptogens and Coconut Water 59 ml sind hier drin enthalten. Ja, das ist halt so ein Gesichtsspray, das hatte ich auch schon immer in einem anderen Adventskalender drin enthalten. Und das verwendest du halt einfach, um dein Gesicht zu erfrischen. Und sowas ist nicht verkehrt. Ich weiß jetzt nicht, wie das von den Inhaltsstoffen her aussieht, ob das eine feine Kiste ist oder eher weniger. Habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit. Das ist relativ sortiert, ne? Hier habe ich die Nummer 2, die sich sehr leicht anfühlt. Und hier haben wir das erste dekorative Kosmetikprodukt drin. Huda Beauty, Hallöchen. Life Liner, Quick and Easy, Very Vanta, 1 ml sind hier drin. Und da freue ich mich doch drüber. Huda Beauty ist eine High-End-Marke und wir freuen uns, wenn wir für den Adventskalender 150 Tacken ausgegeben haben, dass wir da auch ein sehr teures Produkt drin enthalten haben. Wir haben eine Pinselspitze, die so aussieht, sehr, sehr fein und darauf freue ich mich. Das muss ich wirklich sagen, weil das ist meine präferierte Spitze bei Eyelinern. Genau, so malt der und das ist ein guter Start. Ich mag Eyeliner. Yay! Auch dabei ist die Nummer 3. Es ist ein bisschen schade, dass irgendwie so gar nichts auf diesen Boxen wieder drauf steht, noch irgendwie motivtechnisch drauf abgebildet ist. Aber wichtig ist natürlich immer, was drin ist, ne? Nicht immer nur die Optik hier. Wow, Augustinus Bada, The Face Oil mit TFC8. 10 ml. Ich glaube, das ist super teuer, wenn ich mich richtig erinnere. Das hatte ich nämlich letztes Jahr auch in diversen Adventskalendern drin. Und da habe ich immer wieder gedacht, als ich mir die Preise rausgesucht habe, der Wahnsinn in Tüten, das ist echt heftig. Ja, cool, ne? Da freut man sich doch drüber, wenn man so ein hochwertiges Gesichtsöl bekommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das für alle Hauttypen geeignet ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es halt in dem Sinne für Hydratisierung sorgen wird. Und im Winter können wir auf jeden Fall ein Gesichtsöl gut gebrauchen. Hier haben wir auch direkt die Nummer 4. Und die ist groß und schwer, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Haben wir hier dann auch Pflege drin und irgendwie riecht das Ganze hier auch sehr angenehm schon. Also ich weiß nicht, bist du das? Wahrscheinlich. Das ist von Unbottled Gel Douche Sans Bouteille. Also eine feste Dusche mit Avoine und Amande. Okay, wahrscheinlich mit Mandel und noch irgendwas Schönem. Das ist einmal dieses Produkt. Da haben wir drin 110 Gramm. Das wird dann wahrscheinlich auch eine Full Size sein. Guck mal, das sieht hübsch aus. Und so eine feste Dusche kann ich mir auch ganz gut vorstellen, die zu verwenden. Sephora ist eine französische Marke, also ist die Nummer 5 einfach der Tag vor Nikolaus. Und da schauen wir mal hinein, das ist sehr leicht. Da wird sehr wahrscheinlich dekorative Kosmetik drin sein. Oh ja, von Sephora haben wir hier nämlich etwas drin und zwar Cream Lip Stain in der Farbe 13 Marvelous Mauve. Ja, einfach so ein Liquid Lipstick in Mauve. Ist okay. Ich mag auch gerne die dekorative Kosmetiklinie von Sephora tatsächlich, weil die echt schön sind. Vor allem die Base-Produkte mag ich sehr gerne. Ich habe echt schöne Foundations von denen. Aber ja, ne? Liquid Lipstick ist nicht ganz so meine Welt. Ich bin dann eher so
creamy oder glossy unterwegs. Mit wunderschön geschminkten Lippen können wir uns jetzt Nikolaus widmen. Das muss knallen, oder? Nikolaus muss immer knallen. Hier habe ich von Charlotte Tilbury in einer Reisegröße die Pillow Talk Push-Up Lashes Mascara drin enthalten. Super Black. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gramm hier drin sind, aber es ist halt eine reguläre Reisegröße. Und ich finde diese Mascara sehr, sehr schön. Die habe ich aktuell nämlich gar nicht da. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Wir haben hier ein sehr interessantes Bürstchen. Das ist ein Gummibürstchen, was quasi, wenn du so drauf guckst, flach ist. Wenn du so drauf guckst, ist es halt sehr interessant geformt. Und ich persönlich kann damit ein richtig wundervolles Wawawoom-Lashes-Ergebnis auf den Wimpern erzielen. Schlag auf Schlag geht es weiter mit der Nummer 7. Da haben wir ein Pflegeprodukt drin enthalten. Und das ist von Moroccan Oil ein Hydrating Shampoo. Das kann man gut gebrauchen. 70 ml sind hier drin. Ja, das ist einfach zur Hydratisierung der Haare. Ich mag dieses Moroccan Oil als Öl auch tatsächlich sehr, sehr gerne. Gebe ich mir gerne so in so Ohrläppchen, ne, in die Längen und Spitzen rein. Das macht einfach die Haare super fein. Und so muss das sein. Und hier haben wir jetzt das Shampoo dazu. Das ist zum einen eine schöne Reisegröße, zum anderen ist es aber auch einfach, um es mal auszuprobieren, eine ganz gute Geschichte. Ja. Trotzdem finde ich, dass bei einem 150-Euro-Adventskalender jetzt mal so langsam ein bisschen mehr kommen dürfte, oder? So, die Nummer 8 darf jetzt endlich mal machen, das ist Kraft. Denn die reden ja auch von 414 Euro Warenwert bei dem Adventskalender. Da muss ja auch was kommen. Okay, Too Faced Lip Injection, Maximum Plump, das ist krass. Extra Strength Instant and Long Term Lip Plumper. Puff. Ja, ich sage die. Sehr hübsche Applikation da oben drauf. Ja. Das muss man halt gucken, ob man das verträgt, weil manchmal sind die halt mit Chili, manchmal sind die mit Minze. Die mit Chili finde ich persönlich immer ein bisschen zu heftig. Wir werden hier keine wirklich große Farbe auf den Lippen haben, ne? Das ist dann halt eher so holographisch. Muss ich ausprobieren, bin ich gespannt drauf. Und das mit dem Krachen hat der Adventskalender wirklich dann auch wohl ein bisschen wörtlich genommen. Die Nummer 9, schauen wir mal, worüber wir uns hier drin freuen dürfen. Oh, sehr schön. Das ist dekorative Kosmetik. Ich dachte erst, oh Gott, ist das ein Handspiegel. Von Tarte in der Farbe Breezy ein Cream Blush Peach Sunset. Das finde ich klasse. 2,5 Gramm sind hier drin enthalten. Und das sieht echt witzig aus. Also wirklich witzig, oder? Also ich finde es wirklich witzig. Das ist ein Cream Blush. Cream Blushes sind nicht nur super praktisch in Adventskalendern, weil sie nicht kaputt gehen können, sondern halt auch schön. Die verschmilzen so schön mit dem Gesicht und machen echt ein schönes Ergebnis. Also ich finde das toll. Ich swatch den jetzt auch einfach mal. Ja, von dem Adventskalender hoffe ich auch echt viel behalten zu können, weil 150 Euro sind 150 Euro, Leute, ne? Okay, das ist eine schöne Farbe. Ich habe die jetzt hier geswatcht. Man sieht sie. Ich verblende sie. Oh, also bleibt schön cremig, lässt sich schön verblenden. Das ist eine tolle Farbe. Wird es mit der Nummer 10 ebenso knallermäßig weitergehen? Das werden wir sofort sehen, Leute. Hier habe ich etwas drin. Das ist von Dermalogica ein Produkt. Daily Microfoliant. 13 Gramm sind das. Was bist du? Bist du ein Peeling? Achieve brighter, smoother skin every day with this iconic exfoliating powder. Sag ich doch. Das kenne ich nämlich, oder so eine Art von Peeling-Puder kenne ich halt von Dalton. Da haben die ja das Enzympeeling, was man sich einfach dann so mit ein bisschen Wasser auch aufmischen kann, dann aufs Gesicht und auf geht's. Also richtig, richtig toll. Und hier steht auch, dispense into wet hands and create a paste. Du sollst quasi dann eine Paste daraus basteln. Massage onto a clean face, rinse, avoid eye area, ist klar, am besten nicht in die Augen packen. Peeling nicht in die Augen. Ich glaube, das ist irgendwie selbsterklärend. Jetzt haben wir hier die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Hier haben wir auch wieder dekorative Kosmetik. Rare Beauty ist am Start. Black Mascara. Schön, 8 ml. Gut, das ist die zweite Mascara, die wir jetzt hier im Adventskalender drin haben. Definitiv eine Doppelung der Kategorie. Aber ich beschwere mich nicht. Nein, es ist nämlich ein Faserbürstchen, was sich deutlich von dem anderen Bürstchen abhebt. Und es gibt die Kategorie der Menschen, die sagen, ich stehe total auf Gummibürstchen. Und die Leute, die sagen, ich stehe total auf Faserbürstchen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn das Flugzeug hier endlich mal weggeflogen ist, zu welcher Kategorie ihr euch zählen würdet. Die Nummer 12 stellt die Halbzeit des Adventskalenders dar. Und hier haben wir ein Pöttchen drin, ein Tiegelchen. Und in diesem Tiegel hier haben wir etwas von Christophe Robin, eine Maske, Regenerating Mask with Prickly Pear Oil. 40 ml sind hier drin enthalten und das ist eine Haarmaske. Ja, unser zweites Haarprodukt.
Produkt ist es dann quasi. 5 Minuten lässt du es nur drin, nachdem du das Ganze halt, nachdem du deine Haare schamponiert hast. Easy peasy Sonnenschein. Oh, das riecht wirklich sehr, sehr angenehm. Die Nummer 13. Also irgendwie finde ich persönlich, dass letztes Jahr der Adventskalender so ein bisschen aufregender war. Allein von der Packart her. Und auch die Büchschen waren hochwertiger. Hier habe ich jetzt ein Produkt von The Ordinary drin enthalten. Und zwar die Caffeine Solution mit EGCG. Mhm. Okay, ja, das ist quasi Reduce Appearance of Eye Contour, Pigmentation and of Puffiness. Also quasi 30 ml Full Size, ne? Gegen Augenschatten und gegen aufgequollene Augen ist das ganz gut. Koffein, klar, hilft dabei sehr, sehr gut. Und das ist dann ein Augenserum. Schöne Sache. Darunter befindet sich die Nummer 14. Und da haben wir etwas von Make-up Forever drin. Und zwar ein Hydra Booster Step One Primer. Cool, 24 Stunden Perfecting and Softening Base. Das finde ich klasse. 30 ml, so ein Primer kann ich immer gut gebrauchen und ich feiere es jedes Mal hart, wenn wir wirklich auch Hydrating Primer drin haben und nicht diese klassischen Blurring Primer oder so, ne? Also da bin ich gerade sehr, sehr glücklich drüber, denn ich brauche keine Blurring oder Porenverfeinernden Primer. Ich bin eine Trockenpflaume, ich brauche Feuchtigkeit. Eine sehr leichte Nummer 15 erwartet uns nun. Da gehe ich jetzt vielleicht auch von dekorativer Kosmetik aus. Oh ja, Milk. Was? Wow. Hatten wir das nicht vorletztes Jahr oder letztes Jahr auch im Adventskalender? Ist nämlich in der Farbe Work, Lip and Cheek Produkt. 6 Gramm habe ich nämlich aufgebraucht letztes Jahr. Das heißt, ich meine, dass ich das im Adventskalender drin hatte, vor 2 Jahren. Und ich mag und mochte den sehr, sehr gerne leiden. Eine schöne Farbe. Ehrlich gesagt haben wir aber ja schon dieses Creamy-Produkt, wobei das Creamy-Produkt mir sogar farblich ein bisschen besser gefällt. Ne? Also das sind 2 Cream-Blushes hier drin. Die machen sich jetzt gegenseitig irgendwie auch ein bisschen Konkurrenz. Da wäre es ganz cool gewesen, wenn wir dann von Milk vielleicht einfach einen Bronzer-Stick hier drin gehabt hätten. Aber na, wir wollen nicht meckern, ne? Doch, wollen wir. Bei 150 Euro wollen wir auch mal meckern, oder? Eine Nummer 16 erwartet uns nun. Dann schauen wir mal hinein, was wir hier drin finden werden. Das sieht nach Pflege aus. Nach Pai. Ja, Pai. Die haben wir auch öfters drin. Carbon Star Detoxifying Overnight Face Oil fürs Gesicht. Ja, 10 ml. Und das soll dein Gesicht detoxifieren. Also quasi irgendwie ausbalancieren. Ja, glaube ich, werde ich jetzt nicht unbedingt verwenden, weil das ist eher so ein Produkt, was mehr so gemacht ist für Mischhaut oder ölige Haut. Ich habe halt trockene Haut. Aber hat ja nicht jeder, der den Adventskalender auspackt, ne? Jo. Die Nummer 17 ist quasi eine Woche vor Heiligabend. Und da haben wir ein Tübchen drin von Olaplex. Olaplex Nummer 3, Hair Perfector, ist das eine Repairs and Strengthens All Hair Types. Mhm. 30 ml haben wir hier drin. Jo, is not a conditioner, use before shampooing. Aha. Und ich kenne mich mit diesen Olaplex-Geschichten, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich aus. Da bin ich immer sehr, 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 sehr vorsichtig, denn ich weiß es nicht, ob es auch dann gut wäre und so. Wisst ihr, was ich meine? Müsste ich mich halt wirklich intensiv mit einlesen. Dann müsste man nämlich auch zusehen, dass wenn man, ich meine, ich färbe mir ja nicht die Haare, aber dass man da halt auch irgendwie beim Friseur die Haarpflege auch mit Olaplex weiterpflegt und so weiter. Ne? Also alles irgendwie, muss alles einheitlich sein, habe ich gehört. Und deswegen macht mir das einfach Angst, weil man das nicht einfach so verwenden kann, glaube ich. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich bin jetzt einfach mal dafür, dass jetzt in der Weihnachtswoche jeden Tag ein Klopper rausgehauen wird. Weil wirklich bei dem, was wir hierfür bezahlt haben, erwarte ich das jetzt mittlerweile auch mal so langsam, dass hier auch irgendwie so diese Aha-Produkte oder Aha-Boxen kommen. Gut, ich habe jetzt hier von Patchology eine Box, wo 3 Produkte drin sind. Das heißt, wir starten schon mal ganz gut. Beziehungsweise, das ist Innisfree, das ist gar nicht Patchology. Okay, Innisfree Pore Clearing Clay Mask. 2x oder 2x with Super Volcanic Clusters. Okay, super. Herzlichen Glückwunsch. 20 ml sind hier drin. Ist eine Pöttchenmaske. Finde ich klasse. Kann ich auch mal verwenden. Das ist dann halt einfach mal, um ein bisschen eine Reinigung ins Gesicht zu bekommen. Ich glaube, Innisfree ist auch eine koreanische Marke, oder? Weiß ich nicht. Hat soweit keinen Duft. Sieht halt aus, wie eine Clay Mask so aussieht. So eine Lehmmaske, ne? Und dann haben wir hier noch drin, von Patchology aber tatsächlich, verjüngende Eye Gels.
habe ich einmal hier, also verjüngende Augenpatches quasi. Sowas mag ich gerne leiden. Genauso auch Restoring Night Eye Gels. Also das würde ich jetzt nicht über Nacht drauf lassen, weil dann liegen sie ja im Kissen. Das würde ich mir dann abends irgendwie drauf machen, ne? Genau. Ja, lässt du auch hier 5 Minuten drauf. Or longer if desired. Ja, chillt euch. Und das ist dann eine Geschichte, die man dann halt abends drauf macht. Ich muss mich hier noch ein bisschen mit den Inhaltsstoffen beschäftigen, weil manche Sachen sollte ich ja aktuell eher weniger nehmen. Aber ich glaube, so diese Rejuvenating, also diese ganz normalen hydratisierenden Geschichten, darf ich definitiv, muss ich mal gucken. Aber das ist schon mal ein Kläppchen. So habe ich mir das eigentlich bei diesem Adventskalender vorgestellt, ne? Dass irgendwie gefühlt eigentlich jeden Tag so ein Boom-Produkt drin ist. Jetzt haben wir 3 Produkte drin, das ist schon mal ein Anfang. Mit der Nummer 19 geht die Weihnachtswoche in die nächste Runde. Und hier haben wir natürlich ein Produkt von der Sephora Eigenmarke drin. Müssen die reinbringen. Sephora C und E Vitamine, Ultra Glow Serum, ja, 97% natürliche Inhaltsstoffe, 30 Milliliter. Feiere ich jetzt nicht so ultimativ, bin ich ehrlich, weil ich einfach schon öfters mal sowas, wenn ich bei Sephora bestellt habe, auch für Ume mit dazu gekriegt habe. Deswegen, es ist aber halt ein Produkt in einer Glasflasche, kann man natürlich verwenden. Ne? Vitamin E, Schönheitsvitamin, Vitamin C ist dafür da, um so ein bisschen diesen Hautton angleichenden Effekt zu haben, dass quasi dann Pigmentflecken oder Pickelmale aufgehellt werden und alles ein bisschen ebenmäßiger aussieht. Nummer 20. Von Ren Clean Skincare haben wir ein Evercalm Ultra Comforting Rescue Mask. Okay, eine Maske ist hier wieder am Start, hatten wir schon 2 Kläppchen vorher. 50 Milliliter für sensible Haut, die habe ich, das finde ich dann tatsächlich gut. 3-mal pro Woche kannst du das nehmen, tatsächlich 10 bis 15 Minuten lässt es auf der Haut und dann kannst du es runter machen. Jo, das ist doch eigentlich schön und das dürfte auch cruelty-free, ne, dürfte auch eine Full-Size sein. Würde ich jetzt eigentlich jetzt von der Größe her so denken. Gefällt mir persönlich echt gut. Die wird auch in Anwendung genommen. Weiter geht's im 20er-Bereich mit der Nummer 21. Also die Weihnachtswoche besteht jetzt schon recht viel aus Pflege. Oh, jetzt haben wir unsere 3. Mascara im Adventskalender drin. Auch das ist eine Reisegröße von der Benefit They Are Real Magnet Mascara. Hier haben wir 4,5 Gramm drin enthalten. Und die Mascara, die habe ich safe auf jeden Fall schon irgendwie bei mir da. Und zwar ist es halt eine Mascara, die wohl irgendwie in diesem Gummibürstchen drin magnetische Geschichten haben soll, sodass deine Wimpern halt wirklich abgehen wie Schmidts Katze. Ja, gerades Gummibürstchen, fettes Gummibürstchen, mag ich Gummibürstchen. Also für mich eine sehr schöne Mascara, ist ihren Preis wert, muss man für sich selber herausfinden. Aber da ist es doch ganz praktisch, dass man hier in dem Adventskalender auch jetzt eine Mascara hat, um es einfach mal auszuprobieren. Die 2. und letzte Schnapszahl, der 22. Dezember, erwartet uns nun. Und das ist in Luftpolsterfolie eingepackt. Hast du ein super hochwertiges Irgendwas? Nein. Ja, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall eine kleine Kerze. Müssten so 25 Gramm drin sein. The Ritual of Sakura. Und da habe ich, glaube ich, bei dem Rituals Adventskalender auch schon herausgefunden, dass eine so eine Kerze ungefähr einen Wert von 5 Euro hat. Ja, Kerzen in Adventskalendern finde ich schön, aber 150 Euro Adventskalender, eine kleine Mini-Kerze da drin, das finde ich nicht gut. Das finde ich wirklich nicht gut. Jetzt müssen die letzten beiden Boxen halt echt reinknallen. Ne? Die Nummer 23 habe ich jetzt hier. Da muss jetzt wirklich mal was kommen. Was ist denn hier mit den 414 Euro? Also die sehe ich jetzt so noch nicht unbedingt auf meinem Tisch. Fame von Paco Rabanne Eau de Parfum. Ich glaube, das war auch eine Sneak Peek. Ne? Ja. 4 Milliliter. Das ist halt so ein Mini-Sammelflakon. Ihr wisst ganz genau, was mit diesen kleinen Viechern passiert. Und zwar bewahre ich sie auf und mache euch davon einen Miniaturen-Adventskalender. Ist total beautiful. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott. Ich finde diesen kleinen, niedlichen Roboter einfach auch total Zucker. Aber ich bin ehrlich, hier ist halt kein Pumper mit dabei, es ist kein Sprüher, es ist halt einfach zum Sammeln. Man kann dran riechen und schauen, ob einem das gefällt. Und ich würde dem Produkt einfach nicht die Aufmerksamkeit schenken, die es verlangen würde oder brauchen würde. Das Ding ist halt einfach, klar kann man es umfüllen, aber dann hast du diese wunderschöne Optik halt weg, ne? Deswegen, also das wird bei mir verlost werden, ja. In der 24 muss jetzt aber auch wirklich das ultimative, krasseste Highlight sein. Aber so leicht wie das ist, werde ich hier keine Riesengeschichte drin finden. Okay, wir haben hier das drin, was wir letztes Jahr wahrscheinlich auch schon drin hatten. Die Baby-Retro-Palette von Natasha Denona sehr wahrscheinlich, ne?
Das sind 3 Töne, glaube ich. Okay, wow. 3 mal 0,8 Gramm ist bestimmt auch super für einen Alltagslook. Wirklich, wirklich bestimmt. Wirklich bestimmt. Ja, kann man bestimmt auch super verwenden, ne? Ja, ist auch cool. Wir haben Natasha Denona hier drin. Finde ich per se super. Aber ich habe für diesen Adventskalender, und jetzt kommen wir zum Fazit, 150 Euro bezahlt, ne? Ja, ein bisschen Rabatte habe ich gekriegt wegen Sephora Unlimited und so ein Gedönsen. Ich bin ehrlich, also ich hätte von dem Adventskalender mehr erwartet. Ich hätte mir vor allem mehr erhofft. So war es jetzt wirklich nicht, dass ich sage, Mensch, klar, ist ein Adventskalender für 150 Euro. Wisst ihr, was ich meine? Da habe ich andere Adventskalender, die halt weniger kosten, wo ich halt, ich bin da halt wirklich ein bisschen enttäuscht. Ich befürchte, dass wir solche Momente öfters haben werden, jetzt auch in der aktuellen Adventskalendersaison, eben weil alles ein bisschen schwieriger ist, alles ein bisschen teurer wird und die Firmen dann vielleicht auch ein Stück weit sparen müssen. Aber schade, dass sie dann an unseren Schätzen den Adventskalendern sparen, oder? Okay, ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Sephora Adventskalender aus dem Jahre 2022. Bitte schreibt mir eure Meinung in die Kommentare rein, dass wir da einfach mal gucken, wie das Schwarmwissen so ist, wie alle so darüber denken. Aber ich würde ihn dieses Jahr nicht zum vollen Preis empfehlen. Nein, tatsächlich nicht. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.